Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt's von mir ein bestimmtes Thema. Und zwar werden wir uns heute mit dem Thema Nude beschäftigen. Ich werde euch nämlich heute meine Lippenstiftsammlung zeigen. Alles im Thema Nude. Ihr wisst ja selber von mir, dass ich wirklich überwiegend nur Nude-Lippenstifte trage. Mit dem jeweiligen Lipgloss und auch dem Lippenstift. Und deshalb dachte ich mir, okay, ich werde euch einfach mal meine Krankheit in Bezug auf Nude-Lippenstiften zeigen. Und ja, ich habe das alles in einem Nude-Täschchen. Und das ist alles, sind meine Nude-Lippenstifte. Und ich bin, wie gesagt, krank nach dieser Farbe. Und für viele sind ja rote Lippen sinnlich und schön. Aber ganz ehrlich, ich finde, ja, rote Lippen können durchaus sexy sein, aber nichts ist so sexy wie ein hautfarbener Lippenstift auf den Lippen. Weil dadurch wirken die Lippen schön sinnlich und auch voller. Und des Weiteren ist es einfach eine schöne Farbe, sobald wir wirklich den richtigen Nude-Ton gefunden haben. Viele verwenden einen zu hellen Nude-Ton oder einen zu dunklen oder einen zu braunstichigen Ton, was den gar nicht so wirklich auf den Lippen schmeichelt. Und ich werde euch einfach mal diese Töne zeigen, die, ja, wie gesagt, also meine Favoriten sind. Ihr müsst selber wissen, welcher Nude-Ton für euch am besten ist, weil viele wählen auch wirklich, wie gesagt, den falschen Ton, ja? Deshalb zeige ich euch jetzt wirklich meine Sammlung. Und was ihr noch wissen solltet ist, Nude bedeutet nicht, dass es wirklich nur Hautfarben ist. Es kann Nude bedeuten, dass es in eine Richtung geht. Das heißt Nude ins Braunstichige, ins Rotstichige oder ins Roséstichige. Aber es bleibt immer noch, ja, dieser Hautton mit, ja, ist mit inbegriffen, ne, zum größten Teil. So, jetzt fangen wir an, bevor ich jetzt großartig rumbabble. Ich rede irgendwie zu schnell. Jetzt fangen wir an, bevor ich großartig rumbabble. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Lippenstifte hier schön sortieren, damit ich auch ja nichts vergesse, weil ich möchte am liebsten jetzt mit den Lippenstiften anfangen. Und deshalb machen wir das jetzt auch. Anfangen möchte ich erstmal mit den Drogerieprodukten und zwar im Bereich Lippenstifte. Da fange ich an mit Catrice und zwar dem Ultimate Shine Toffee to Go in der Nummer 280. Das wäre so ein Ton. Ich swatch euch das jetzt erstmal. Also es ist auch ein sehr, sehr schöner Ton, den ich gefunden habe bei Catrice. Und zwar wäre das einmal dieser Ton hier. Auch sehr schön und das können wirklich Leute tragen, die einen schönen olivstichigen Hautton haben. Ja, weil das halt auch ins Braun, ja, ins Braune geht und ist ein sehr, sehr schöner Ton. Genauso wie von Catrice die Farbe 190. Das möchte ich euch auch mal swatchen. Das ist aus der Lippenstiftserie Ultimate Color, The Nude The Better in der Nummer 190. Ich glaube, ihr könnt das sowieso nicht sehen wegen der Sonne. Und das wäre einmal dieser Ton. Auch sehr, sehr schön. Und dieser Stich geht etwas ins Rosé-Tönige. Und ihr seht selber, es ist ein sehr schöner Nude-Ton. Und auf den Lippen einfach 1A. Genauso wie der Ultimate Color Be Natural in der Farbe 010 habe ich auch gerade auf den Lippen drauf. Und das ist auch ein sehr schöner Ton. Ein heller Ton. Das wäre einmal dieser hier. Und der geht auch wirklich so ein bisschen ins Pinke. Ihr seht selber, sehr, sehr schöne Farben. Und habe ich auch auf den Lippen drauf, ne? Ja, dann machen wir jetzt weiter mit meinem absolut Lieblings-Nude-Lippenstift. Den kaufe ich auch wirklich sehr oft nach. Ich habe den 5-mal nachgekauft, weil ich es wirklich jeden Tag verwende. Und zwar ist das mein Kiko. Die Farbe 801, aber hier steht nicht, aus welcher Serie das ist. Das sind diese ganz normalen Lippenstifte von Kiko. Und zwar in der Farbe 801, wie gesagt. Und dieser Lippenstiftton ist auch einfach nur ein Traum. Und ich bin verrückt danach, okay? Es ist sehr schön von der Auftragbarkeit her und es hält auch sehr lange. Auch die Catrice Lippenstifte, die halten sehr lange auf den Lippen. Und ich zeige euch jetzt erstmal den Ton von Kiko in der Farbe 801. Es ist wirklich ein wunderschöner Ton und es sieht auf den Lippen aus wie, also es macht die Lippen einfach größer, ohne dass man denkt, dass ihr Farbe auf den Lippen habt, weil es ein sehr, sehr schöner Nude-Ton ist und es auch sehr ähnlich meiner eigenen Hautfarbe ist, ja. Ihr seht, sehr schön und sehr glossy, aber es ist auch trotzdem langanhaltend, okay? So, jetzt machen wir weiter mit zwei MAC-Lippenstiften, was auch in dem Bereich Nude ist.
Jedoch habe ich noch einen Nude-Lippenstift von MAC, aber ich finde es einfach nicht mehr. Ich glaube, ich muss den wieder nachkaufen. Ich habe den verloren. Und zwar ist das die Farbe Cosmo. Dieser Nude-Lippenstift ist auch sehr, sehr schön und es ist auch braunstichig und ist dunkel. Und wie gesagt, schaut euch mal die Farbe im Internet an. Ich habe leider den Lippenstift verloren. Aber dafür zeige ich euch zwei andere Nude-Lippenstifte bei MAC. Und zwar einmal die Farbe Half and Half. So. Falls ihr die Farben euch nicht merken könnt in dem Video, ich werde euch das so oder so in der Infobox auflisten, ja? So, das wäre einmal Half and Half von MAC. Auch sehr schön intensiv und das Beste daran ist, es ist matt, was ich auch sehr schön finde. Und ja, ich liebe diesen Lippenstiftton und der ist auch nicht bei mir wegzudenken. Genauso wie der Lippenstift Cream Sheen Refreshing. Also Cream Sheen ist halt der Kategorie Cream Sheen, das ist kein Matt-Lippenstift. Aber ja, es ist jetzt ein krasser Ton. Man würde sagen, es ist kein Nude-Ton, aber wenn ihr es wirklich auf die Lippen nur auftupft, dann habt ihr auch einen schönen Nude-Ton und das ist der hier. Das ist der Cream Sheen Refreshing, das geht so mehr ins Orange, ne? Und auch sehr, sehr schön die Farbe und sehr glossy. Wenn ihr es wirklich so ganz leicht auf die Lippen auftupft, dann habt ihr auch diesen Nude-Effekt, ne? So, jetzt habe ich noch einen aus dem High-Waist, wollte ich schon sagen, aus dem High-End-Bereich. Und zwar ist das mein Yves Saint Laurent, ja, Lippenstift. In der Nummer... Scheiße, finde ich gar nicht mehr. In der Nummer Scheiße. Nein, hier steht die Nummer nicht mehr. Hier steht sonst immer eine 1 oder eine 2 oder keine Ahnung was. Egal. Ich zeige euch das mal. Das ist aus der Serie Rouge Volup. Oder wie man das auch ausspricht. Und das wäre einmal mein, ja, aus dem High-End-Bereich von Yves Saint Laurent. Ein Lippenstift. Ich trage euch das mal hier auf. Es ist extrem cremig, nicht lang anhaltend, aber ja, es ist okay, wenn man es halt sehr schier mag. Das wäre einmal das hier, also es ist wirklich nur ein Hauch von Farbe und das wäre einer von Yves Saint Laurent und Haltbarkeit, wie gesagt, eher weniger, also vielleicht ein paar Minuten, mehr auch nicht, aber sonst von der Farbe her, wer es halt nicht so deftig mag, der kann auch ruhig das nehmen, wenn ihm auch der Preis nicht zu hoch ist, ne? Kostenpunkt bei so einem Lippenstift über 30 Euro, also wenn ihr euch das gönnen wollt, bitteschön, aber es muss nicht sein. So, dann machen wir weiter mit den Lipglossen. Also bei mir ist bei Nude Lippenstift auch nie ein Lipgloss wegzudenken. Also ich trage immer auf meine Lippenstifte ein Lipgloss auf, weil die Lippen dadurch viel voller erscheinen. Und ich zeige euch meine vier Lieblings-Lipglosse in Bezug auf Nude. So, ich fange jetzt einfach mal an mit dem, was ich gerade drauf habe auf den Lippen. Und zwar, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich will euch echt sagen, ich suche diese Farbe immer noch. Das ist so ein Rosé-Nude und ich trage euch das wieder auf die Lippen auf. Also hatte ich auch gerade und ihr seht, es ist ein sehr, sehr schöner Rosé-Ton und ich liebe diese Farbe auch sehr. Das ist von Catrice. Ist auch reduziert gewesen, wie ihr seht. Und zwar die Farbe 020 First Kiss. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es den gibt. Aber wenn es reduziert worden ist, dann glaube ich eher weniger, weil ich das auch sehr, sehr lange habe in meinem Schrank. Beziehungsweise unter meinen ganzen Schminksachen. Genauso bevorzuge ich zwei Lipglosse von Kiko. Also auch eine gängige Farbe, was ich zum Beispiel mit meinem Kiko 801 kombiniere, ist auch noch dieser Lipgloss hier. Wenn ich das also wirklich schön schokoladig mag ein bisschen. Das wäre einmal dieser Lipgloss. Ich swatch euch das jetzt einfach mal. So. Das wäre einmal dieser Ton hier. Auch sehr schön. Und ja, kann man auch super auf einem Nude-Lippenstift auftragen. Also bei mir ist das so, ich muss immer ein Lipgloss drauf tun, weil viele sind nicht so ein Freund von Lipglossen, aber bei mir ist ein Lipgloss einfach nicht wegzudenken. Und das wäre bei Kiko die Farbe 03. Ja, kann man sowieso nicht sehen, brauche ich euch gar nicht zu zeigen. Das ist die Instant Volume Lipgloss Serie bei Kiko. Gibt es auch gängig dort. Genauso wie der Ton 08, ist auch von Kiko. Das geht mehr ins Rotstichige. Fand ich auch sehr schön, das ist so ein Rotbraun. Eine sehr, sehr schöne Nude-Farbe.
So, das wäre einmal dieser hier. Ihr seht auch sehr schön und von der Auftragbarkeit her sehr, ja, so glossy. Ist ja auch ein Lipgloss, aber auch von der Pigmentierung her sehr schön gemacht. So wie einer von Essence, und zwar XXXL Long Lasting. Das ist ein Lipgloss, was nicht so glossy ist, sondern das wird matt. Also ich würde sagen, eher so ein flüssiger Lippenstift. Also wer es halt nicht so glossy mag, weil ich kenne viele Frauen, die hassen einfach Lipgloss. Ich weiß nicht wieso, bei mir ist es nicht wegzudenken, aber viele Frauen kommen irgendwie mit Lipgloss nicht klar. So, das wäre einmal diese Farbe hier in der Farbe 06 Soft Nude. So, also ihr seht auch, das ist matt. Ist eher ein flüssiger Lippenstift, auch wenn da drauf steht, dass es ein Lipgloss ist. Und auch ein sehr, sehr schöner Ton im Drogeriebereich. Sowohl auch wieder ein High-End-Produkt von Yves Saint Laurent, was ich auch sehr lange benutze und schon habe. Das ist für mich so ein kleiner Klassiker, falls ich irgendwo abends so weggehe oder auf eine Party oder auf eine Hochzeit, dass ich es ein bisschen auf die Lippen drauf tue, damit es halt wirklich richtig shiny wird. Und ihr habt wirklich Goldpartikelchen hier drin bei dem Lipgloss. Und was ich euch auch zeigen möchte, das ist ein Nude Lipgloss, aber mit viel Glitzer. Und zwar ist das die Nummer 51, ne? Das ist dieser Ton hier von Yves Saint Laurent. Und das zeige ich euch mal. Das ist hier einmal auch sehr schön. Und ihr habt ganz viele Glitzerpartikelchen drin, was auch nicht grob auf den Lippen spürbar ist, ne? Ja, das wären einmal meine Lieblingslippenstifte und Lieblingslipglosse. Und ich bin wirklich verliebt in diese Farben. Und das sind auch wirklich diese Lippenstifte, die ich gängig benutze und auch extra ein Täschchen dafür habe. Bevor ich überhaupt einen Lippenstift und einen Lipgloss trage, kommt als erstes ganz wichtig und ganz klar, sind meine Lip Liner. Und ohne die tue ich erst gar nicht einen Nude-Lippenstift drauf, weil ich finde, mit einem Lip Liner wirkt das Ganze nochmal schön definiert und die Lippen haben noch eine schöne Form. Deshalb werde ich euch jetzt einfach mal meine Lip Liner zeigen. Und zwar beginnen möchte ich als erstes mit der Farbe von MAC in der Farbe Stone. Das benutze ich auch sehr gerne. Jedoch ist das wirklich ein grauer Lip Liner, was nicht viele tragen möchten. Kann ich auch verstehen, ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich liebe es, wenn ich wirklich diesen Lip Liner trage. Es ist ein schöner grauer Ton und man kann es auch super mit einem Nude Lippenstift kombinieren. Das wäre einmal dieser Ton hier. Es geht ins Graue und gerade bei dunkelhäutigen Frauen oder, was heißt dunkelhäutigen, so ab dieser Dunkelheit, die ich habe, diesen Hautton, den ich habe, kann man super so einen Lip Liner tragen. Jedoch würde ich nicht bei einer ganz hellen Person, einer Blondine, sowas auftragen, weil es kann sehr aufgesetzt wirken. Selbst wenn ich das krass auftrage, dann kann das auch schon ganz schlimm aussehen. Ich trage diesen Lip Liner auch wirklich ganz zart drauf, so dass ich das auch am Ende erstmal verblende und dann den Lippenstift auftrage. Und das ist, wie gesagt, die Farbe MAC. Also von MAC die Farbe Stone. So wie auch ein Lip Liner von MAC, und zwar, was ich auch schon sehr lange verwende, ist es die Farbe Spice. Zeig euch das mal. Es wäre einmal dieser Ton hier daneben. Auch ein sehr, sehr schöner Nude-Ton, was man auch schön kombinieren kann. Und ich habe euch das extra in der Mitte freigehalten, damit ihr auch seht, wie schön die Farben miteinander harmonieren. Okay? So, dann habe ich noch aus dem Drogeriebereich einen Lip Liner von Essence. Und es ist ein Lip Liner. Seit ich mit YouTube-Videos anfange, habe ich diese Lip Liner schon nachgekauft. Und den habe ich schon bestimmt 20 Mal nachgekauft. Das ist nämlich der Lip Liner von Essence in der Farbe 03 Hot Chocolate. Und es ist auch ein sehr, sehr schöner Lip Liner. Habe ich übrigens auch auf den Lippen drauf. Und das wäre von Essence, und zwar Hot Chocolate. Das wäre dieser Ton hier. Sehr schön und auch sehr zartbraun, was auch wirklich toll ist zum Verblenden ist. Also es ist auch etwas weicher und ihr könnt den auch super verblenden. Weniger bei MAC Lip Linern, da müsst ihr schon länger, da braucht ihr schon länger, um das Ganze schon schön zu verblenden. Aber bei Essence Lip Linern ist das so, dass ihr das auch schön verblenden könnt. Okay, dann machen wir weiter mit, was ist das? Von Rimmel London. Und zwar habe ich noch einen Lip Liner in der Farbe 047 Cappuccino.
Der sieht auch aus wie mein Essence Lip Liner, nur viel dunkler und intensiver. Und auch diese Farbe ist wirklich sehr schön. Also habe ich euch gezeigt, ne? Das wäre dieser hier. Ein sehr schöner Braunton. Und dann habe ich noch einen von BU. In der, ja, das ist ein Softliner in der Farbe 522. Und das wäre auch ein sehr schöner Ton, ein sehr schöner, zarter Ton. Mit dem Lip Liner male ich sogar die Lippen erstmal aus und dann trage ich den Lippenstift drauf. Es ist eine sehr schöne Basis auch. Und das wäre einmal mein Bio 522, ja. So, dann kommen wir zu meinem letzten Lip Liner, auch von Kiko. Und zwar mein, Ultra Glossy Lip Liner in der Nummer 601. Aber der ist halt ja auch dafür gedacht, damit man die Lippen erstmal ausmalt, weil er schon sehr glossy ist und kann man auch eigentlich als Lippenstift verwenden oder als Basis für einen Lippenstift. Und ja, das wäre einmal dieser hier. Dann habe ich noch einen Lieblings-Lip-Liner. Und zwar kennt ihr das auch, ich habe das sehr oft in meinen Videos gezeigt, auch von Kiko. Ich meine, das ist die Nummer 504 mit einem Applikator dran. Aber ich bin mir leider nicht mehr sicher. Leider ist der mir ausgegangen und ich muss den wieder nachkaufen. Ich werde euch das trotzdem in der Infobox auflisten. Sowohl auch einen Lieblings-Nude-Lippenstift von Chanel, den ich auch nicht gefunden habe. Auch das werde ich euch auflisten in der Infobox und des Weiteren würde ich sagen, was ist erstmal von mir und meinem Geblabber über Nude-Lippenstiften und über meine Krankheit in Bezug auf Nude. Und ja, meine Süßen, dann würde ich sagen, was ist jetzt erstmal von mir? Ich hoffe, dass ich euch endlich die Fragen beantwortet habe über meinen Nude-Lippenstift, weil diese Anfrage auf meine Lippenstifte ist wirklich sehr enorm. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt die wichtigsten Fragen beantwortet, welchen Nude-Lipgloss, Lippenstift und Lipliner ich auftrage. Okay, so, dann würde ich sagen, was ist jetzt auch wirklich von mir? Ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Bye, bye. Tschüss.